Triff dich mit Palas und den, an den Ruinen außerhalb von Wiesenkörn. Dann gehen wir als nächstes hin. Ich habe nichts unter meinem Pullover an. Das ist das Problem. Ich würde nackte Haut zeigen. Und ich weiß, euch ist das ja eigentlich egal. Aber dann kommen wieder die Twitch-Herren und Damen, die dann sagen, du, Toffi, was ist denn los mit dir? Warum so freizügig? Und dann kann ich kontern und sagen, ja, ich wollte meinen Twitch-Zuschauern einfach nur zeigen, dass man mit seinem Körper immer zufrieden sein soll. Man soll glücklich sein, wie man aussieht und dass ich mich nicht meines Körpers schäme. Und dann habe ich wieder einen so lehrreichen Moment kreiert, dass dann Twitch eigentlich gar nichts mehr dagegen sagen darf, oder? So, wo muss ich nochmal hin? Weil außerhalb von Wiesenquartiere Dingsbums, aber wo? Das ist die Frage. Und du willst auch schon wieder was von mir. Auch was los mit euch, Leute? Ich stelle einen Ringeltier-Chor zusammen. Die meisten Stimmgruppen sind schon besetzt. Mir fehlt nur noch ein guter Tenor. Okay. Kannst du mir ein Ringeltier bringen, das diese entscheidende Lücke füllt? Bestimmt. Ich habe da bestimmt schon was im Repertoire. Siehst du, ich habe sogar eins. Hier, nimm ein Ringeltier. Wunderbar, vielen Dank für deine Hilfe. Wie wär's, Ringeltier? Ich hoffe, du hast den Stimmumfang, der meinem Chor noch fehlt. Heute Abend ist unser erster Auftritt. Wie singt eine Raupe? Ich weiß, wie eine Raupe singt. Nimm eine Raupe, schmeiß sie in einen Eimer Wasser und dann sieh zu, wie sie singt. Weil Raupen halt nicht schwimmen können. Habt ihr den Witz verstanden? Also ich weiß ja nicht, ob ich es gerne den 32-jährigen Typen oberkörperfrei sehen möchte. Was soll denn das heißen, bitteschön? Was soll denn das heißen? Glaubst du nicht, ich bin noch gut im Saft? Ich sehe ja wohl für meine 32 noch fantastisch aus. Ich bin noch knackig, es knackig kähn. Ja? Bitte, also bitte. 32-jährigen will man nicht sehen. Wisst ihr, wer auch so alt ist? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wer ist so alt und sieht noch verdammt gut aus, oberkörpermäßig und sowas? Hier, Channing Tatum. Der ist genauso alt wie ich. Dwayne The Rock Johnson, der ist sogar älter als ich. Wie heißen sie alle? Wie heißen sie die ganzen Fuzzis? Hier, der Matthew McConaughey. Alle super Oberkörper. Können natürlich nicht mit mir mithalten, weil ich habe den besseren. Aber grundsätzlich seht ihr, dass das geht. Und wenn die kommen und sagen, ja, ich ziehe mich jetzt aus, dann seid ihr die Ersten, die sagen, oh, okay, das würde ich mir angucken. Dafür zahle ich sogar Kinoeintritt. Ist halt echt so, ne? Ich sag nur Like Mike oder irgendwie sowas heißt der, ne? Ein Stripper-Film angucken, weißt du? Das können sie. Aber dann auf Twitch jemanden, der definitiv es eigentlich auch verdient hätte, mal ein kleines bisschen gelobt zu werden. Für sein Äußeres. Aber nicht für seinen Orientierungssinn. Wo muss ich hin, Mann? Ich habe schon wieder eine Orientierung verloren. Wo war denn mal dieser Platz, wo ich den einen Typen getroffen habe? Wo war der nochmal? Da war der, glaube ich, ne? Da hoch, oder? Da runter, da hoch, darüber. Da komme ich wieder zu meinem Haus. Wo war denn das nochmal? Außerhalb von Wiesenquartiere. Ja, aber wo? Da war das. Genau, hier war das. In die Richtung. Oh, Entschuldigung, ich habe so total die Orientierung verloren. Magic Mike. Toffee Edition. Achso, Magic Mike hieß der. Das ist nur der Neid. Ja, eben. Das ist halt echt so, ne? Ihr seht mich und seht, wie fantastisch ich aussehe. Und denkt so, oh, na, muss ich Toffi ein bisschen dissen, ne? Fühle ich mich besser? Das ist Cybermobbing übrigens, ne? Ihr könnt euch verstecken hinter den Nachrichten. Ihr müsst mir nicht gegenübertreten und das sagen. Aber ich, den Schmerz, den ich finde, könnt ihr live miterleben. Da wäre jetzt gleich eine Träne gekommen, wenn ich mich nicht ganz arg zusammengerissen hätte. So, guten Tag. Toffi, du bist endlich da. Du weißt nicht, wie schmerzhaft es war, auf dich zu warten.
Ich war mehrere Male versucht, die Kiste zu öffnen, aber ich habe der Versuchung widerstanden. Ich wollte, dass du da bist, wenn ich sie öffne. Soll ich? Sollen wir die Kiste öffnen? Wäre knallhart, wenn wir jetzt einfach Nein sagen könnten, oder? Nö, kein Bock, tschüss. Ich nehme die Kiste trotzdem mit, damit du sie nicht aufmachen kannst. Toffi sieht doch immer gut aus. Das sieht man doch in den YouTube-Videos. Ja, nicht wahr? Außer wenn meine Haare so sitzen wie heute, dann sehe ich nicht gut aus. Aber der Körper Dwayne Johnson, das ist schon krass. Ja, aber das sieht schon fast ein bisschen gruselig aus, oder? Ganz ehrlich? Also ich finde, wenn die Adern so rauskommen, wirklich, wenn du die Arme anspannst und dann kommen die Adern so raus, als dass sie jeden Moment aufplatzen könnten. Das sieht wirklich so aus. Die pressen dann so raus, die Adern, und dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die platzt doch jeden Moment. Aua, 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 aua. So denke ich mir das immer wieder. Ich finde das nicht schön. Ich finde, das sieht nicht schön aus. So, mach mal auf. Endlich! Wir sind alle gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schlimm ist es auch nicht, oder? Was haben wir denn hier? Dieser Text? Ich kann ihn überhaupt nicht verstehen. Wie sieht's bei dir aus? Welcher Text? Du zeigst mir ja nichts. Natürlich kann ich den lesen. Ja, selbstverständlich. Oh, wirklich? Kannst du mir sagen, was in dieser Zeile steht? Das steht in der Zeile. Oh Gott. Mumi, hallo. Nur kurz reingeschaut. Trotzdem. Hallo. Danke fürs kurz reinschauen. War das deine Art, einen Witz zu reißen? Nee, wirklich. Ich kann das wirklich lesen. Zeig mir doch erstmal. Nichts für ungut, Toffi. Aber was wäre die Suche nach Wissen, wenn die Antwort so leicht wäre, oder? Ich gehe in die Bibliothek und sehe, ob ich diesen Text entziffern kann. Das wird eine Menge Nachforschung benötigen, also werde ich länger bleiben, als ich anfangs geplant hatte. Könntest du mir helfen, eine bessere Unterkunft zu bekommen? Ich habe Beschwerden vom Gasthaus erhalten, dass meine Bücherstapel angeblich eine Brandgefahr darstellen. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass alle 137 Bände wichtige Bestandteile meiner Forschung sind. Manche Leute können die Geisteswissenschaften einfach nicht wertschätzen. Wo war ich? Ja. Wir haben den Text gefunden. Tut mir leid, dass er nicht so aufschlussreich war, wie er hofft. Aber es gibt noch Hoffnung. Ab in die Bibliothek mit mir. Schau ab und zu mal vorbei, Toffi. Das heißt, ich muss jetzt wieder einen Tag warten, bis er in die Bibliothek gekommen ist, oder wie? Neue Quest, ja. Weise Palas ein Haus zu. Okay, das können wir eigentlich direkt machen. Wir haben ja genug Häuser, ne? Aber das von hier drinnen aus können wir das nicht machen. Warte mal. Hier, damit du groß und stark wirst. Hier, so. Ja, der hat mich ohne Grund hierher bestellt, um mir einen Text zu geben. Beziehungsweise, nee, um von mir einen Text zu erzählen, von dem er sicher ist, dass ich ihn nicht lesen kann, obwohl er ihn mir noch nicht mal gezeigt hat. Das hat er verdient, dass ich ihn nass gemacht habe. Entschuldigung. Wird heute noch 5-mal passieren. Mindestens. Toffi ist doch jetzt in den besten Jahren. In den besten? Ich glaube, die besten Jahre habe ich hinter mir. Ich merke tatsächlich, dass ich altere mehr durch meinen Sohn. Ist wirklich so. Viel weniger Schlaf, viel mehr Stress, viel mehr alles. Und wenn ich mir so mein Gesicht von vor 2 Jahren oder 3 Jahren angucke, wo mein Sohn noch nicht auf der Welt war. Ich finde schon, dass ich ein kleines bisschen gealtert bin. Viel ist es nicht, aber ein kleines bisschen bin ich schon gealtert. Okay, die Mücke ist verbuggt. Bist du schon den Berg hochgesprungen? Doch, das haben wir schon gemacht. Da hoch sind wir schon, das haben wir schon gemacht. Auf der linken Seite habe ich noch nicht alles begutachtet, aber da hoch sind wir auf jeden Fall schon. Hier, in die Richtung. Es sei denn, da ist noch was. Das kann natürlich auch sein, aber das haben wir schon mal gemacht. Höhle gefunden? Ja, genau. Eine Höhle haben wir gefunden. So, Wiesenquartiere. Warte mal. Also, jetzt muss ich zuordnen. Meinen guten Palatschinken. Verwalten eigentlich nicht.
nicht bauen. So, genau, verwalten. Kleines Haus. Sollen wir den zusammenstecken mit Oleander oder so? Komm, wir stecken den zu Oleander. Dann dürfen die sich gegenseitig fertig machen. Palatschinken. Hier. Weise Palas einer Bibliothek zu. Das kriegen wir auch noch hin. Die haben wir ja zum Glück auch schon gebaut. So, Bibliothek. Wo waren die? Weiter unten. Da. Oh, mir fehlt ein Platz. Dann muss ich den erst freischalten. So. Hier, so. Pallas, du darfst da rein. Sehr schön. Baue 0 von 2 neues Gasthaus. Oh, wir brauchen neue Gasthäuser. Ich will hier nicht so viele Besucher. Ich will hier richtige Bewohner haben. Ohne Schwachsinn jetzt. Ich will hier richtige Bewohner haben. Du hast aber toll geparkt. Das ist der klebrigste Heuhaufen, den ich jemals gesehen habe. Der wird da schon längst runterfallen. Ist das Kunst? Das sieht interessant aus. Muss ich schon sagen. Mann. Das nervt. Ah, Erkältungen sind nicht schön, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Erkältungen sind vermaledeit. Ich darf nicht so oft Scheiße sagen wie meinem Sohn. Vermaledeite Erkältungen. Stellt euch mal vor, ich würde das jetzt beruflich machen. Streamen. Und YouTube-Videos und sowas. Also wirklich mein Hauptverdienst dann da machen. Dann hätte ich ja jetzt quasi, mein Kapital wäre, oder beziehungsweise, ja doch, ja halt, mein Kapital wäre angeschlagen. Ich dürfte jetzt eigentlich gar nicht streamen, aus Angst, dass es eine dauerhafte Situation ist, ne? So, warte mal. Hier machen wir noch ein Gasthaus hin. Bauen. Genau, hier, guck. Wir machen das wirklich so, wie ich es gesagt habe. Wir machen hier einen richtigen Dorfplatz mit ganz viel Sachen. Gegenüber kommt auch nochmal eins hin. Kann ich das überhaupt? Da ist schon was. Wir bauen einfach über das kleine Mini-Häuschen, was da noch schon steht, drüber, okay? So. Was, die Einnahmen sind dann hoch? Ein neues Restaurant und neue Taverne müssen wir auch noch bauen. Ach du Scheiße. Kriege ich das alles überhaupt noch hin hier? Neue Taverne und neues... Ich kann das alles gar nicht bauen. Das muss ich erst freischalten. Das dauert noch eine Weile. Oder? Ja, das kann ich noch nicht machen. Gut, dann machen wir das mal anders. Dann reisen wir jetzt wieder zu unserem Baum und looten wieder. Die Superstreamer können bis zu 1 Million Euro verdienen. Ja! Schildkröte 65, Dankeschön für den Follow. Ja, ich weiß, die Superstreamer, natürlich, ein Tag 3000 Euro. Ja, ja, klar, so die ganz, ganz Großen und sowas. Aber dazu darfst du dich natürlich nicht mitzählen, ist ganz klar. Natürlich muss man auch bedenken, das Ganze muss versteuert werden. Ich hoffe, dass sie es versteuern und dass sie es nicht einfach so hinnehmen und sagen, gut, geile Sache, ich habe hier so schön meine Kohle und keinen Bock, das zu versteuern. Nee, nee. Wird natürlich auch höher versteuert, weil es Selbstständigkeitseinnahmen sind. Die werden natürlich auch wieder anders versteuert. Aber im Grunde genommen, in diese Riege kommst du gar nicht mehr rein. Oh, Alter, sind die süß. Oh, bist du süß. Erstmal Kinn kraulen, ja. In die Riege kommst du gar nicht mehr rein. Ich bin froh, ich kann froh sein, wenn ich irgendwie 100 Euro hier mit den Twitch-Einnahmen verdiene. Das ist noch nicht mal im Ansatz. Das war jetzt wieder Kinn kraulen. Ja. Das sieht aus wie eine Stewardess. Kratzen sie hier und kratzen sie da. Kuschel. No. Mm.
So. Okay. Gut, euch habe ich ja schon gehabt. Ich muss ja neue Sachen machen. Warte mal, ich gehe ins neue Areal, okay? Da war doch ein neues Areal, oder nicht? War da... Hä? War hier nicht ein neues Areal? Bin ich jetzt doof? Ist hier nicht irgendwo gerade noch was aufgegangen? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Okay, ich habe irgendwie... Schiebe ich Hallus? Da ist doch gerade was neu gewesen, dachte ich. Okay, egal jetzt. Lassen wir es. 100 € pro Stream oder Monat? 100 € pro Monat. Das wäre Luxus. Das kriege ich noch nicht mal hin. Wie gesagt, ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Natürlich wäre es geil, wenn man mit YouTube und Streams und Twitch-Streams halt eben Geld verdienen könnte. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ich glaube, jeder, der das macht, der YouTube und Twitch angefangen hat, würde sich es halt irgendwann mal wünschen. Aber heutzutage ist es echt immer schwieriger geworden, da wirklich hinzukommen, weil du halt einer von so vielen bist. Viele Leute, die damit groß geworden sind, die haben halt zum richtigen Zeitpunkt, sind sie darauf eingestiegen und haben dann halt eben die Chance dann eben gehabt, sich zu etablieren, als es noch nicht so viele Konkurrenten gab. Jetzt mittlerweile gibt es so viele Konkurrenten, auch ihr seid halt Leute, die halt wahrscheinlich gerne Streams gucken und YouTube-Videos gucken und so und guckt halt eben auch bei anderen. Und man muss sich dann halt wirklich so etablieren, dass man wirklich Zuschauer bekommt, die halt wirklich einen fast nur noch gucken wollen. Und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also ich kann mir, wenn ich mir so mein Gelaber anhöre, wenn ich mir selbst mein Gelaber anhöre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Leute draußen gibt, die wirklich ständig meine Streams und Videos gucken würden. Ich denke mir immer so, ja, das guckt ihr vielleicht mal an, wenn euch gerade irgendwie langweilig ist oder irgendwie sowas, aber es ist wirklich ständig angucken? Ich glaube eher nicht, oder? Ich fühle mich immer so ein bisschen schwachsinnig. Mann, ich muss schon wieder husten, Mann. Mann. Ah. Blala. Gut, dass es noch keine Virenübertragung im Internet gibt. Das ist die Zukunft, Leute. VR-Gaming war gestern. Jetzt gibt's bald Gaming mit... Ich kann den Baum nicht fällen. Gaming mit... Speichelübertragung. Ich kann den Baum nicht fällen. Okay, es ist leicht, immer noch leicht verbuggt, Leute. Das nervt ein bisschen. Dann schüttel ich jetzt halt den Baum. Will nicht. Okay, gut. Kann ich den fällen? Irgendeinen werde ich doch wohl fällen können, Mann! Du stehst jetzt auch noch im Weg, du dicker Klops. Alter, was ist los mit... Ich schwebe, weil du mein Atem bist. Nee, das geht anders, das sieht, ne? Also ich gucke, seitdem ich dich auf YouTube entdeckt habe, fast nur noch deine Videos an. Oh, das ist aber nett von dir. Aber du fühl dich bitte nicht genötigt dazu. Das macht mich wahnsinnig. Also die Stelle hier macht mich gerade echt wahnsinnig. Oh, ich muss kuscheln. Ich muss kuscheln mit den Tieren hier. Das geht's ja gar nicht. Die machen mich echt wahnsinnig hier. Nein, nicht Ladenbesitzer. Ich will kuscheln. Hier, komm. Da, hier. Bauch streicheln. Oh. Fell mit der Sichel? Achso, ich hatte die ganze Zeit die Sichel? Ich dachte, ich hatte die Axt gehabt. Hä? Aber auch mit der Axt geht's nicht. Guck, seht ihr? Ah, jetzt hier. Warte doch, da war eine Ecke. Da war gerade eine Ecke.
Hier. Da. Oh, Alter. Danke für. Baltor, danke schön für den Hinweis. Aber trotzdem ist es echt nervig, dass du halt am perfekten Punkt stehen musst, damit du den Baum fällen kannst. Das ist sein Wunderpunkt. Das finde ich so ein bisschen nervig. Jetzt. Ah, ja, hier geht's auf einmal. Der ist ganz schön heftig, der Baum. Ja. Ah, hier, warte. Da ist der bunte Punkt. Ist schon ein bisschen brutal. Pflanzen sind auch Lebewesen, liebe Leute da draußen. Auch Bäume können bluten. Was meinst du, was Harz ist? Nein, nicht Harz 4. Ich meine Harz von den Bäumen. Och. Das Internet hat euch verdorben, Leute. Ich schaue jetzt Mulan mit meinem Kids. Lasst den Stream laufen. Bis zum nächsten Mal, Toffi. Mumi, danke schön für den Lurk und bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Vorbeischauen. So. Okay. Keine Sorge, ihr seid gleich befreit von diesem Loot-Wahnsinn hier. Der Tag ist gleich vorbei, dann kann ich wieder was anderes machen. Ich würde gerne auch mal wieder so ein bisschen Hauptquest-mäßiges machen. Oh, warte mal, da war was. Da, hier, hack. Also irgendwas Hauptquest-mäßiges. Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte da mit Pallas, dass das tatsächlich so die Hauptquest so ein bisschen ist und dass wir da auch ein bisschen weitergehen können. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Macht es mich zum Vampir, wenn ich Ahornsirup esse? Ach so, wegen Blut und sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil Vampire trinken ja nur menschliches Blut. Wenn ein Vampir eine Kuh beißt und deren Blut trinkt, dann ist es, glaube ich, kein Vampir, sondern automatisch eine Fledermaus, oder? Ich glaube, Vampire trinken nur menschliches Blut. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir heute Morgen die meinen Krankenhausvideos angeschaut. Bin beim zweiten Video eingeschlafen. Es ist nicht langweilig, ich war nur müde. Hm, genau, Lenja. Das wolltest. Deswegen hast du das auch nicht im ersten Kommentar schon reingeschrieben, sondern hast mich erstmal denken lassen, als ich es gerade gelesen habe, dass du wirklich mir sagen willst, dass du, ups, ich hab's mir falsch genommen, dass du, dass ich langweilig bin, ne? Das ist es nämlich. Verarschen kann ich mich alleine. Dein Gerede, wie du es sagst, ist kein Gerede, sondern dir fällt zu den Szenen immer das Passende ein oder du merkst dir direkt den Fehler und korrigierst dich und machst eine entsprechende Bemerkung. Genauso wie jetzt gerade, ne? Das, was Lenja gesagt hat, über entsprechende Bemerkung einfach mal kontern. Ja, ich kann mir tatsächlich, das ist eine meiner Fähigkeiten, die ich tatsächlich an mir selbst, wenn man das so wirklich sagen kann, schätze. Ich kann mir ganz schnell was aus dem Arsch ziehen. Alpha Keks, Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Ich kann mir ziemlich schnell was aus dem Arsch ziehen. Das ist wirklich so. Ich glaube, ich wäre ein guter Anwalt gewesen. Im nächsten Leben werde ich Anwalt. Einer, der auf Twitch streamt. Hey, gibt es einen Anwalt auf Twitch? Es gibt ja YouTube-Anwälte. Die gibt es tatsächlich. Ist das eine Marktlücke? Ein Anwalt auf Twitch? Oh. Wo die Leute in den Stream kommen und sich beraten lassen? Der Realfilm oder der Zeichentrickfilm von Mulan? Tatsächlich, gut, dass du das erwähnst. Ich habe den die Realfilm noch gar nicht gesehen. Die muss ich auch nochmal angucken. Aktuell habe ich Disney Plus, wegen meinem Kleinen. Und da könnte ich eigentlich auch mal reinschauen, ne? Wäre eigentlich auch mal eine coole Sache. Sehr schön. Super. Abgeschlossen. Gut, dann knuddeln wir noch ein bisschen mit Sushi. Ja, ja, schneller Abgang. Diaria. Die hat Diarrhö. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Diaria höre.
Bei Mein Krankenhaus fällt mir auf, dass du aus dem langweiligen Spiel im Grunde eine Fernsehserie gemacht hast. Das ist tatsächlich so bei den My Universe-Spielen. Da musst du wirklich viel Herzblut mit reinbringen, wenn du das als Let's Play bringen willst. Ich glaube, wenn du einfach nur... Oh, warte mal ganz kurz. Ja, konnte jetzt nicht sehen. Warte mal, hier, jetzt wird's abgeschnitten. Wenn du einfach nur die My Universe-Spiele spielst, so wie sie gedacht sind... Ich glaube, das wäre ganz, ganz komisch. Du musst da deinen eigenen Style reinbringen, weil ansonsten guckt sich die Scheiße keiner an. Es ist halt echt so. Sie sind teilweise schon irgendwie ein bisschen interessant in irgendeiner Art und Weise. Sie haben so ein bisschen therapeutischen Wert. Warum sage ich das jetzt, therapeutischen Wert? Weil sie halt einfach so beruhigend sind. Es sind beruhigende Spiele, die euch runterkommen lassen können. Es ist tatsächlich so. Ich bin fest davon überzeugt, da kann man runterkommen bei diesen Spielen. Aber richtig ernst zu nehmen sind die Spiele natürlich auf gar keinen Fall. Also, wer richtige Spiele spielen will, sollte die My Universe-Spiele definitiv nicht spielen. Das sind die falschen Spiele. So, ab ins Bett. Ich muss schlafen.